ونسبي بمقدار الربع. انه حالة مزاجية. لعلنا نتعب. Ich muss nicht loswerden. Er hat ein schönes Stück Land an der Straße. Ich grüße dich. Willkommen. Schauen wir mal, was du hast. Bitte, sieh dich um. Eine weise Wahl. Kann ich sonst noch behilflich sein? Lass mich deine Waren ansehen. Das kam frisch rein. Musst du etwas ausbessern? Das sollte reichen. Was, das? Auf ein andermal. Leb wohl! Ich hör du! Hört her, Bürger Bastard! Der Kalif ist erfreut, wenn du أمامي ساعة واحدة وخطر الرعاة. يريد كبير Vielleicht war es nichts. Hey, zurück! Wenn ich ein Verbrecher wäre, ging ich uns auch aus.
Händler sollten auf dieser Straße sein. Vielleicht haben sie in einer Oase Schutz gesucht. Was siehst du, Ikido? Dieses Lager muss den Händlern gehören. Halt! Wer ist da? Ich komme in Frieden. Friede sei mit dir. Mich schickt eine Freundin von euch, die um eure Sicherheit besorgt ist. Zu Recht, wie du an diesem Pferdekopf erkennen kannst. Wir haben leider keine Ahnung, was das zu bedeuten hat. Lasst mich helfen. Vielleicht kann ich es herausfinden. Wir wären dir sehr dankbar. Der Täter muss Spuren hinterlassen haben. Fußabdrücke und eine Blutspur. Der Pferdekopf wurde zur Mitte des Lagers getragen. Mein Pferd, mein lieber Kichererbse. Malaka. Wer macht denn so etwas Schreckliches? Sieh mich nicht so an! Ich würde so etwas nie tun! Eine scharfe Klinge. War das dein Pferd? Hades hat ihn sich geholt. Nun muss ich mir nicht nur Sorgen wegen Bagdads absurder Geldgier machen, sondern auch noch um mein Vieh. Verflucht! Oh. Ruhe in Frieden, Kichererbse. Was ist hier geschehen? Es geschah im Dunkel der Nacht. Ich konnte nicht gut sehen, aber ich glaube, ich sah jemanden. Bin aber nicht sicher. Ich glaube, ich weiß, was passiert ist. Hier geht es um Einschüchterung. Jemand will eure Ankunft verhindern. Was? Wer würde so etwas tun? Ich habe keine Feinde, kein böses Blut. Euch könnte noch Schlimmeres erwarten, wenn ihr der Straße weiter folgt. Lasst mich euch zum Tor geleiten. Das würdest du für uns tun? Vielen Dank. Allah segne dich. Rasch, verlassen wir diesen Ort. Brechen wir auf. Es ist nicht weit bis zur Stadt. Komm, wir sollten hier weg. Rasch jetzt. Wäre ich doch zu Hause geblieben. Wo ist dein Zuhause? Ich komme aus Al-Yunan, westlich von hier, jenseits des Wassers. Mit meinem Pferd Kichererbse brachten wir Waren aus und nach Bagdad. Die Städte, die wir besuchten, El-Quds, El-Basra und sogar Samarra. Dein Händlerfreund sagt, dass diese Waren für die Dairat al-Mal bestimmt sind. Ja, die große Auktion ist ein besonderes Ereignis und das heißt höhere Nachfrage. Dann nehmt ihr also daran teil? Teilnehmen? Ha, wenn ich nur so viel Geld übrig hätte. Nein, wir liefern nur die Waren für die Vorbereitungen. Ja, Mann! Wer schickt euch? Ihr könnt nicht fliehen oder euch verstecken. Wer nach Bagdad will, muss zahlen. Geht hier vor, hab ich dich! Du wirst leiden!
unterstehen jemandem namens El Anka. Das bestätigt meinen Verdacht. Ob sie geschickt wurden, um uns zu töten? Wahrscheinlich. Das ist wenig überraschend. Wir haben uns gegen das Kalifat und ungerechte Steuern ausgesprochen. Mach das nicht. Das kann uns den Kopf kosten. Doch das stumme Schaf hilft nur dem Schlachter. Widerstand gefällt ihnen gar nicht. Ich wäre nicht überrascht, machten sie aus uns ein abschreckendes Beispiel für andere Unzufriedene. Bagdad. Nun seid ihr sicher. Du bist wundervoll. Vielen Dank. Da wären wir. Tausend Dank, Saidi. Bagdad ist nicht sicher. Auf den Märkten gehen Gerüchte um. Von Händlern, die verschleppt wurden. Hast du je von solchem Unrecht gehört? Wer tut so etwas? Wie man hört, haben sie es auf Ausländer abgesehen. Auf Händler, die nicht von hier sind. Die Abbasiden wollen an allen Geschäften mitverdienen. Wenn es ums Geld geht, gehen sie über Leichen. Der Zettel von den Wachen war von jemandem namens El Anka. Diese Person steckt hinter dem Angriff. Ich konnte hören, wie sie den Steuereintreiber El Anka nannten. Was seltsam ist. Ist der sagenhafte Vogel Anka nicht weiblich? Sag mir seinen Namen und wo ich ihn finde. Suhail lebt in einem Anwesen westlich von El Kar. Sei vorsichtig, Sadiki. Er arbeitet wohl kaum allein. Ich danke dir. Möge Allah dir Erfolg bescheren. Los jetzt! Das Schwert, der den Angriff auf die Aufständischen anführte. Ich war es. Er war damit beschäftigt, seine Hose zu machen. So eine Fleischwunde, aber eine schlimme Narbe, wie du weißt. Ich schulde dem Steuereintreiber einen Besuch. Sei meine Augen. Sie sind wachsam. Flieg jetzt besser nicht dorthin. Jetzt stirbst du!
Der Himmel ist wieder sicher, Saviki. Wie? Wer bist du? Wache! Wache! Steuer wurde bezahlt. Vielleicht kann ich hier noch mehr Informationen finden. Der Steuereintreiber arbeitet nicht allein. Jemand von außerhalb Bagdads hält die Zügel. Der Brief hat einen seltsamen Geruch. Er duftet nach Rosen und Eisen. Befehle, die Steuern zu erhöhen. Das spült noch mehr Geld in ihre Hände.
Zeit! Koste den Tod! Was? Das ist feige! Hafen wird mit dem Geld der Bevölkerung bezahlt. Ich bin hier fertig. Nichts weiter. Roshan und Rivka warten sicher im Bruderschaftshaus auf mich. Heute Morgen hat er den neuen gehänselt und sein Essen gestohlen.